Dann unterbreche ich die Verhandlung über den Tagesordnungspunkt 5, damit die verlangte Behandlung eines dringlichen Antrages gemäß der Geschäftsordnung um 15 Uhr stattfinden kann. Die dritte Nationalratspräsidentin hat soeben die aktuelle Debatte unterbrochen, weil es um 15 Uhr zwei außerordentliche Tagesordnungspunkte geben wird, nämlich einerseits einen dringlichen Antrag der NEOS und andererseits eine von der SPÖ geforderte kurze Debatte. In der dringlichen der NEOS geht es um die Zentralmatura. Künftig soll sich der zentrale Teil nur auf jene Fächer beschränken, die zur allgemeinen Hochschulreife führen, so die Forderung, also auf Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Ergebnisse sollen dann extern beurteilt werden und nicht wie bisher an den jeweiligen Schulen. In der Begründung seines Entschließungsantrags verweist NEOS auf das Fünfer-Debakel im Fach Mathematik im diesjährigen Matura-Jahrgang. Es habe Pannen gegeben, Schüler und Schülerinnen seien verängstigt und verunsichert, Lehrende stünden unter Druck und vermissten Planungssicherheit. Antrags 270-AE kommen, da dieser inzwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, erübrigt sich eine Verlesung durch den Schriftführer. Anschließend in der kurzen Debatte, die von der SPÖ gefordert wurde, geht es um eine Anfragebeantwortung von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein zum Thema Antidiskriminierung. Aber jetzt zunächst, wie gesagt, zur dringlichen Anfrage der NEOS zum Thema Zentralmatura.